Liebe Zuschauer, wir sind bei unseren Promi-Themen. Vanessa Blumhagen ist bei uns. Es gibt sehr viele Themen. Unter anderem gibt es sehr viele kuriose Paarungen in unserer deutschen Promi-Welt, über die wir ausgiebig sprechen müssen. Ganz aktuell fangen wir natürlich mit ihm hier an. Wenn er von der Tagesschau nach Hause kommt, ist die Wohnung so groß, dass er sich irgendwo hinlegen kann. Und Freundin und Kind sind im Westflügel. Und er war jetzt gerade alleine in Myanmar auf einer Reise und hat die Freundin und das kleine Kind alleine. So ein bisschen, er erzählt so ein bisschen so aus einem Ego-Trip raus. Also wir fassen zusammen, er ist Vater geworden. Diese Zeit, genau. Und diese Freundin macht da halt mit. Gut. Dann gibt es noch ganz andere interessante Paare. Ich komme auf ein Paar, was ich wirklich spannend finde, habe ich jetzt am Wochenende auch noch mal so viel Interessantes gehört. Und zwar Natalie und Frank. Also Natalie Volk, die wir im Dschungel gesehen haben, die wir natürlich von Germany's Next Topmodel kennen und die jetzt ein Interview gesehen. Aber sie hat doch dann auch gesagt, wo sie erzählt hat, dass ja Vito Schnabel und so weiter auch an ihr interessiert ist. Und dann hat sie gesagt, dass sie zu ihm dann wiederum gesagt hat, ja, dass du das mal weißt, auch andere Millionäre sind interessiert an mir. Ja, und dann wundert man sich, dass so ein gestandener 58-jähriger Mann, der mitten im Leben steht, Kinder erzogen hat, sich das von dieser kleinen Göre gefallen lässt. Ich staune darüber auch. Ich habe es immer versucht bei meinem Mann. Ich habe gesagt, auch andere Millionäre sind interessiert an mir. Und dann meinte dein Mann, was meinst du mit andere Millionäre? Ja und? Na gut, es ist eben nicht alles gleich. Und zwar kommen wir zum nächsten interessanten Schauspiel- oder Promi-Paar. Und zwar Rocco Stark, der ja wiederum auch im Dschungel eine Liaison gefunden hatte vor einiger Zeit. Mit Kim Gloss? Mit Kim Gloss. Das ist die sich die Haare hat. Und jetzt ist er aber mit Angelina Heger zusammen. Ganz neu, ganz neu. Also ich bin ja gerne so ein bisschen skeptisch, was neue Lieben angeht, aber ich finde, wieso sollen die nicht zusammen sein und verliebt? Ist doch süß. Ich glaube, die passen sehr gut zusammen. Sehr gut passen ja auch Herr und Frau Clooney zusammen. Die sind ja gerade in Berlin gewesen. Sie war da mit ihrem Mann, einem Schauspieler. Ja, das war ja auch so ein bisschen der Tenor im Netz. Ne? Also das haben ja alle gerne aufgenommen. Und das ist natürlich super, dass bei so einem Paar, wo der eine so heraussticht mit gutem Aussehen, mit Erfolg, mit Glamour, so eine Frau an seiner Seite hat, die für Ernsthaftigkeit steht und die immer so als Anhängsel tituliert wird. Wichtig und am Herzen liegt. Haben die auch private Dinge ausgetauscht? Nein, natürlich nicht. Also, über Kaffee gesprochen? Nein, da wird natürlich so ein bisschen Smalltalk-Geplänkel vorne ab. Aber die haben ja so ein begrenztes Zeitfenster. Die waren 1,5 Stunden da, bis die dann mal saßen. Also der hatten knapp eine Stunde zum Reden. Da wird schon, da wird das Kochrezept für den, oder das Backrezept für den Rührkuchen wird da mal weggelassen. Und hinterher hat er noch eine Flüchtlingsfamilie besucht? Er hat 3 Flüchtlingsfamilien besucht und hat sich danach geäußert, wie das halt sehr amerikanisch ist. Es ist eine große Ehre für mich, diese Menschen treffen zu dürfen, die ihr Leben aufs Spiel gesetzt haben. Und er hat ja auch nach dem Besuch bei Angela Merkel gesagt, ich habe gefragt, was wir tun können. Also das ist ja ein ganz neuer Ansatz für Amerikaner, die fragen können, wie sie in dieser europäischen Flüchtlingskrise helfen können. Aber George Clooney geht da wegweisend voraus. Und jetzt kommen wir zu unserem dritten großen Thema an diesem Morgen. Und das ist Leonardo DiCaprio bei den BAFTA Awards. Das ist ja auch eine dieser Preisverleihungen kurz vorm Oscar. Und da hat er in einer Dankesrede etwas sehr Spektakuläres über seine Kindheit gesagt. Was hat er da? Genau, er hat seine Mutter direkt angesprochen. Wir machen uns immer lustig darüber, ne, dass sie so eine wichtige Rolle spielt. Wenn wir uns diese Rede jetzt mal anhören, dann verstehen wir, warum diese Verbindung so eng ist. Das ist Gänsehaut, ne? Also offensichtlich ist es tatsächlich, ist wirklich eine richtige schlechte Gegend, wenn man ehrlich ist, wo er groß geworden ist. Und das so zu sagen, hat er, glaube ich, vorher auch noch nicht gemacht. Nee, also er hat da noch nie irgendwelche so emotionalen Aussagen getroffen. Da sieht man, was mit ihm passiert, wenn der jetzt so, der wird plötzlich wertgeschätzt und geehrt. Er kriegt ja einen Preis nach dem anderen und ist auf dem Weg zum Oscar. Es gab aber auch noch eine ganz süße, da gab es diese Kisscam, die gibt es ja oft in amerikanischen Footballstadien, zum Valentinstag, der ja gestern war. Und die landete partout auf Leonardo DiCaprio. Und dann hat er jemand ganz Besonderen geküsst. So eine ältere Dame, wunderbare Schauspielerin, ja. Maggie Smith, auch trotzdem noch ein bisschen gerührt und aufgeregt. Ja. Vielen Dank, Vanessa, für den Moment. Sehr gerne. Ja, so sieht's aus. Und manchmal, da steht man so irgendwo bei einer Party rum und dann kommen die Promis und wollen einen abknutschen. Ja, und machen dann Selfies da. Du auch, Vanessa. Ja, immer nur neben mir rumsitzen, in der Luft rumgucken. Wir haben so interessante Themen zu besprechen. Natalie Volk hat ja dieses Interview gegeben. Im Grunde ist jede Antwort ein kleines Highlight. Das ist sehr spannend. Also sie ist ja zusammen mit eben dem Frank Otto, diesem sehr reichen Menschen. Ja, die Liebe ist ausgebrochen. Die Liebe ist ausgebrochen. Ja. Es ist ja fast schon Frühling, die Liebe ist ausgebrochen. Die
Blümchen und die Vögelchen und so. Guck mal, sie wurde auch Folgendes gefragt. Wie sieht denn dein Alltag aus? Hast du einen Freundeskreis? Das geht leider nicht. Die akzeptieren meinen Lebensstil nicht. Schauen mich nur an. Die Freunde schauen sie einfach immer nur an. Die Leute auf dem Land unterhalten sich sowieso nur über andere oder übers Essen. Ich bin eh öfter in Hamburg. Und in Hamburg kann ich aus eigener Erfahrung sagen, hat man keine Freunde. Das ist nur auf dem Land. Da isst man auch gar nicht. Niemand isst in Hamburg nicht. Weitere Top-Stories dazu gleich. Auch gleich Promis, die es nicht in die Sendung geschafft haben. Und sie können 20.000 Euro... Oh, das ist aber gar kein Problem, liebe Vanessa Blume. Jetzt komm her, jetzt hab dich nicht so, zier dich nicht so. So, oh, das ist der neue... Mal. Nee, das möchte ich nicht. Nein, nein, diese Assi-Kappe, die möchte ich nicht. Hör auf damit, immer das Rumgejammere. Oh Mann. So. Ich finde es... Oh, wie gut du aussehen kannst, ja? So, wollen wir loslegen? So, ein bisschen offen ist, damit man dich noch reden hört am Mikrofon. Und wir kommen jetzt zu Promis, die es nicht in die Sendung geschafft haben. Mit Infos von Vanessa Blumhagen. Los geht's mit dem eigentlich Top-Kleid der ganzen Woche bei Place to Be. Jetzt waren zumindest die Arme frei und es gab einen Reißverschluss. Ich durfte sogar mal anfassen. Das ist uns halt... Bei ihr. Das hat, war, hat sich... Sind wir sehr gespannt. Diese Federboa piekst. Bei dir? Am Nacken. Ja, dann musst du vielleicht mal was, vielleicht längere Ohrringe oder so, die davon dann ablenken. Hier, Wolke Hingbart hat so sehr schöne... Sind immer gute Partnerbörsen. Ist schon so, ne? Ja, ja, ganz viele Leute lernen sich bei der Hochzeit. Allerdings sind auch sehr viele Paare immer bei Hochzeit. Wenn du dann als Single dahin gehst... Ja, ne? Aber als Single, du erkennst den anderen Single sofort, weil das sind auch irgendwie Leute, die so in der Ecke stehen und denken so, pff, langweilig und dann... hat man gleich ein Gesprächsthema. Ich wünsche den beiden natürlich alles Gutes. Oh, das Ding piept. Adele und Tom Hanks, was haben die denn miteinander zu tun? Konzentration bleibt? Zurück in ihrem Lieblingsfrühstücksfernsehen, liebe Zuschauer. Sie haben alles richtig gemacht. Vanessa Blumhagen heute Morgen mit den Top-Promi-Themen. Und wir fangen erstmal an mit der Rubrik Kuriose Paarungen. Es gibt echt interessante Promi-Paarungen. Wir fangen mal kurz an mit Jan Hofer. Ich würde sagen, das ist ja der genau richtige Zeitpunkt, um jetzt doch mal sich selber zu finden. Aber es gibt auch andere interessante Paarungen, unter anderem Natalie Volk, die ja um seine Bands geht. Aber wie er jetzt, wie sie jetzt in dem aktuellen Interview erklärt hat, muss er noch in Kontakt mit Vito Schnabel? Antwortet sie ja. Weiß Heidi davon? Nein. Mehr wollen wir jetzt auch gar nicht nachfragen. Das ist ja wirklich, wir beobachten es aber weiter. Unter anderem sprechen wir jetzt auch noch über George Clooney, der ja zusammen mit seiner Frau Amal... Fahren davon. Und lustigerweise hatten sie es dann so getan, als wenn die Kanzlerin unbedingt die Menschenrechtsanwältin Amal Clooney treffen wollte. Bei der Tagesschau wurde dann auch gepostet, sie war in Begleitung ihres Mannes, einem Schauspieler. Ja, das hat viral Riesenwellen geschlagen. Also er hat sich wohl gefühlt, das freut uns natürlich sehr. Kommen wir jetzt zu einer Preisverleihung, die gerade stattgefunden hat gestern, die BAFTA Awards. Gänsehaut. Also, ja, eigentlich findet man es ja wirklich immer so ein bisschen Mom, I love you und so weiter. Aber jetzt wird klar, dass er diesen Weg niemals geschafft hätte, wenn sie nicht so eine Löwenmutter gewesen wäre. Ne? Genau, also sie war ja alleinerziehende Mutter in Amerika in einer harten Zeit. Und man versteht das jetzt so ein bisschen, woher diese enge Bindung kommt. Es gab aber auch, das war jetzt natürlich emotional sehr schwer, es gab aber auch noch eine süße Szene. Und zwar gibt es ja in amerikanischen Football-Stadions immer diese Kiss-Cam, wo immer auf Paare... Da ist egal, in welchem Alter. Leute, hat sie erzählt, 1958 zum ersten Mal bei den BAFTA Awards. Das kann man so ein bisschen rechnen, das ist schon wo die altersmäßig steht. Und es hat auch noch einen Busenblitzer gegeben von Dakota Johnson. Ja, unterm Kleid. Man sah, dass die Temperaturen sehr frisch waren. Tales of Grey, da hat sie mitgespielt. Der nächste Teil wird ja schon gedreht und wir sind natürlich schon sehr gespannt. Vielen Dank, Vanessa. Ja, wenn man so eine Rolle hat. Ich denke, Jan hat es auch sehr gut gefallen, ja, was er gerade gesehen hat. Ich bin ganz sicher. Oder?